Assalamu alaikum, liebe Leute. Wir sind wieder in Salzgitter Lebenstedt im Jugendlokal, Mustafa Müller und ich, Farazi, um euch wieder neue Nahrung für das Herz zu bieten. Vor allem, damit ich mich ein bisschen heimischer fühle, ja, habe ich heute eine Tasse mitgebracht, die ich aus Weimar, aus dem Schillerhaus, mitgebracht habe. Nämlich eine Tasse von Friedrich Schiller. Ja, mit einem wunderschönen Start drauf, nämlich aus dem Wilhelm Tell, verbunden werden auch die Schwachen mächtig. So, und heimisch soll es heute auch zugehen, deswegen die Tasse. Wir wollen nämlich Mustafa Müller eine Frage stellen, die wir ihm alle wahrscheinlich schon stellen wollten. Nämlich, was bedeutet Eyvallah? Diesen Hashtag hat er regelmäßig. Und damit wir endlich wissen, was er auch darunter versteht, bin ich heute hier. An dieser Stelle möchten wir uns auch bedanken, dass das erste Video schon über 1000 Mal angeklickt wurde. Vielen Dank an euch. Große Leistung. Ich hoffe, das ist ein Indiz dafür, dass ihr euch Gefallen an diesem an dem Format habt. Und ich will jetzt nicht weiterreden. Wir wollen anfangen. Wir müssen wissen, was Eyvallah bedeutet. Die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang. Eyvallah. Jetzt klär uns bitte einmal auf. Was bedeutet Eyvallah? Die Menschen wollen es wissen, ich möchte es wissen. Was bedeutet Eyvallah? Ja, da müsste ich erstmal ausholen, glaube ich. Also wenn man das Wort wirklich beschreiben sollte, dann müsste ich erstmal ausholen. Also wenn man sich zum Beispiel Adem a.s. anguckt, wenn man sich nur a.s. anguckt. So weit willst du zurückgehen, ja. Mensch. Mensch, eine Geschichte, sehr schön. Das Wort ist, muss man füllen. Okay, sehr schön. Wenn man sich nur a.s. anguckt, wenn man sich Musa a.s. anguckt, wenn man sich den Propheten anguckt, wenn man sich Ghazali Rabbani anguckt, dich, mich, uns alle vielleicht anguckt. Wenn man sich den Menschen anguckt. Wenn man sich den Menschen anguckt. Dann sieht man auf jeden Fall, dass jeder Mensch seine Prüfung hat. Jeder Mensch hat so seine eigene Prüfung. Jeder Mensch wird anders geprüft. Und um der Prüfung eine Antwort zu geben, ist das beste Mittel, Eyvallah zu sein. Das Beste, was du tun kannst, egal ob es gut, ob es schlecht, ob es viel oder wenig ist, ist Eyvallah. Darum Eyvallah. Aber wem sagt man das denn dann, das Eyvallah? Das Eyvallah? Wen spreche ich mit diesem Eyvallah an? Das ist ja auch im Wort drin. Also Allah. Also du dankst Allah, das ist eigentlich eine Danksagung, ein etwas, womit du deine Zufriedenheit ausdrückst. Das ist Eyvallah. Das erinnert mich an das Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Zustand des Gläubigen ist sehr erstaunlich. Hm. Ganz gleich, was ihn trifft, sei es ein Schicksalsschlag, sei es eine Schicksalsgabe, ein Geschenk oder eine Prüfung, es ist gut für ihn. Wenn ihr eine Schicksalsgabe, etwas Schönes trifft, dann ist er dankbar, macht er Schukur und das ist gut für ihn. Wenn ihn ein Schicksalsschlag trifft, ein Musibet, Bela, was man noch sagen möchte dafür, dann ist es auch gut für ihn, weil er Sabr beweist. Er zeigt sich standhaft und geduldig. Deswegen, egal ob es ihn, was ihn trifft, es ist gut für ihn. Und das scheint mir im Wort Eyvallah komplett enthalten zu sein. Komplett. Egal was passiert. Beispielsweise, wir sind gerade immer noch in Zeiten von Corona. Gibt es Probleme beispielsweise bei Rechnungen? Ja, wir arbeiten nicht, können unsere Miete nicht bezahlen. Wir geben unser Bestes, vertrauen auf Allah und sagen Eyvallah. Ein anderes Beispiel. In Zeiten von Corona passiert vielleicht etwas Gutes. Du konntest noch nie so viel Zeit mit deiner Familie verbringen. Und jetzt hast du die Chance, jetzt sagst du Eyvallah. Du bist krank, sagst Eyvallah. Du bist gesund, sagst Eyvallah. Eyvallah ist eigentlich eine Betrachtung auf die Welt. Also Lifestyle, sagst du. Lifestyle, genau. Lifestyle. Eyvallah ist mehr als nur ein Wort, mehr als nur deine Danksagung auszusprechen, sondern diese Danksagung auch auszuleben. Also Lifestyle wirklich. Eine Lebenseinstellung, eine Philosophie. Ja, Philosophie. Eine Philosophie trifft es auch. Ja. Dann wollen wir darum dafür beten, dass das Wort Eyvallah, genauso wie Inshallah, in den Duden aufgenommen wird. Wird Zeit, wa? Also was das Problem ist, wenn ich als Germanist, ja, als Deutschstudent, wenn ich das so sagen darf, ist doch, dass dem Deutschen etwas die Leichtigkeit fehlt.
Und zwar meine ich damit Folgendes. Als Heinrich Heine den Divan von Goethe gelesen hat, hat er gesagt, ich wundere mich darüber, das sagt er in der romantischen Schule, die romantische Schule von Heinrich Heine. Werden wir sehr viel über die deutsche Kultur, alhamdulillah. Und Heinrich Heine sagt, ich wundere mich darüber, wie es Goethe geschafft hat, den leichtesten Lebensgenuss in Verse zu packen. Er macht das auf eine Art und Weise, die erstaunlich ist, sagt er. Ja? Und diese Leichtigkeit, die ist im Wort Eyvallah enthalten auch, unter anderem. Ja? Ja. Weil egal was kommt, ne? wofür ist denn Deutschland bekannt? Wo ertappe ich mich immer wieder? Weil wir sind ja aufgewachsen, wir sind vom Deutschen geprägt, von der deutschen Kultur, von der deutschen Gesellschaft, vom deutschen Wesen sind wir geprägt. Ob wir wollen oder nicht. Es ist einfach so. Und eine Sache ist halt eben, das Kritisieren. Die Deutschen lieben es zu kritisieren. Mit Deutschen meine ich wir lieben es zu kritisieren. Ja? Aber Eyvallah heißt, nimm was du, wie es kommt. Ja. So. Der Tee war zu heiß, Eyvallah. Er war zu kalt, Eyvallah. So. Eine Rechnung kommt, die ich nicht erwartet habe, Eyvallah. Eine Rechnung, statt eine Rechnung zu viel, kommt eine Summe aufs Konto, die ich nicht erwartet habe, Eyvallah. Ja. Egal was, Eyvallah. Das heißt, so verstehe ich das, Eyvallah ist immer eine Form von Dankbarkeit. Ja. Also im Eyvallah steckt das Alhamdulillah schon drin. Ja. Da steckt auch das Subhanallah drin. Beispiel, das hatten wir bei einem Vortrag, wir waren da 80 Personen, ja, und vorne war eine Person, oder war ein Professor, der hat einen Satz rausgehauen, wo jeder dann zum Schluss gesagt hat, ey, Wallah. Das war dieser Satz, der hat uns alle gefesselt. Ja? Du hast nicht dem Professor gedankt, sondern du hast Allah gedankt, dadurch, dass er diesen Satz aussprechen konnte. Dafür. Das ist halt das Schöne. Also, du hättest auch Subhanallah sagen können, aber Eyvallah erfüllt das ja auch. Weißt du? Ja. Mir ist auch klar, als ich in der Türkei war. Ja? Wir sind ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und die Türkei zu entdecken, oder sagen wir so, man geht ja davon aus in Deutschland, auf der Arbeit, in der Schule immer, alles was in der Türkei passiert, was das Leben in der Türkei, wir sind damit vertraut. Ja. Aber überhaupt nicht. Ich habe ein ganz großes Problem damit gehabt immer. Wenn ich dorthin gehe, als ich dort dann die ersten Male war, mit den Menschen ein Gespräch zu beginnen. Und wie meine ich das? Ich gehe jetzt zum Kiosk, will was kaufen beispielsweise. So, wie sage ich da Hallo? Ne? Schönen guten Tag, sagt man in Deutsch. Schönen guten Tag, einen bitte, ne? Ein Brötchen bitte oder was auch immer. Und was sagt man dort zur Begrüßung? Salam alaikum, was sagt man da? Und das meiste, was man gesagt hat, was ich gehört habe, ist, man kommt hin, kolay gelsin. Das war die Begrüßung. Kolay gelsin, das und das bitte. Kolay gelsin, wenn man es übersetzt, klingt das komisch. Möge die Arbeit leicht von der Hand gehen. Das Wort Hand steht da nicht mal drin, aber das ist drin. Ja. Es möge leicht sein. Ja. Leicht, guck mal, das erleichtert. Es erleichtert einfach. Ja. Ne? Ich weiß, du arbeitest gerade, kolay gelsin. Hm. Das ist meine Begrüßung. Möge es leicht von der Hand gehen. Ne? So, ich wünsche dir Leichtigkeit. Was auch immer. Das wünscht man denen bei der Begrüßung und du denkst dir, was läuft? Ja, was läuft, ist die Frage. So. Und beim Tschüss dann, wenn man dann Danke sagen möchte, ne, ist auch eine Form. Eyvallah, das ist das Danke. Oder interessant auch, wenn man heutzutage begrüßt man ja keinen mehr. Ne? Da kommt jemand, will dir Salam alaikum sagen und sagt Eyvallah. Dann klärt sich das, dann hast du es auf einmal schon geklärt. Dann hast du diese Sache schon übersprungen. Richtig. Also du kannst es wirklich überall benutzen, das Wort. Wir machen auch keine Reklame oder so. Es gibt auch keine Firma, die Eyvallah heißt, aber das Wort auszuleben, ich glaube, das gibt unserem Leben auch so einen Glanz, so eine Schönheit. Das ist wirklich, wirklich, wirklich interessant. Oder Allah ist schön und liebt die Schönheit. Das Schöne, sagen wir ja, das hat das Hadith. Und das Wort Eyvallah beschreibt eben das. Verleih den Dingen Schönheit. Ja, Eyvallah, warum? Nimm es leicht, mach es nicht schwer. Was sagt unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Verkündet frohe Kunde. Gebt frohe Kunde. Erschwert nicht. Was heißt das? Eyvallah! Was heißt das, Mensch? Nichts anderes. Ja. So ist das. Wo benutzt du vielleicht in deinem Alltag noch Eyvallah? Gibt es da so eine Geschichte, die dir jetzt spontan noch einfällt? Istanbul? Ich weiß nicht warum. Wenn ich an Eyvallah denke ich an Istanbul. Mein Cousin, ne? Grüße an meinen Cousin, Eyvallah.
Jetzt zum Beispiel, es passt einfach. Mhm. Ja? Es passt immer, ja. Egal wann. Mhm. So, wenn du irgendwas sagst, wenn ich einfach Ewald sage, dann wissen alle Bescheid. Okay. Mhm. Und, was wisst ihr denn jetzt alle? Ja, alles. Er hat diesen Modus angenommen. Ja, er hat den Modus. Er ist zufrieden mit seinem Schicksal. Genau. Und das war's. Ja. Und das war's. Und das ist jetzt aber das Ding, der Punkt, den viele nie missverstehen, wenn wir sagen, er ist zufrieden mit seinem Schicksal. Die Lebenscoaches, Lifecoaches und so, die Personal Trainer sagen doch alle, du darfst nicht zufrieden sein. Wenn du zufrieden bist, hast du verloren. Wenn dir gefällt, was du im Spiegel siehst, hast du verloren. Dann wirst du nichts mehr. Ja, aber nein. Warum? Ich bin unzufrieden damit, dass ich mit gewissen Dingen, weil ich noch besser hätte sein können. Aber nach meiner Bemühung, nach dem aufrichtigen, zum Beispiel ein wunderschönes Zitat von Schiller, das müssen wir, Schiller, ne Leute? Schiller. Ja. Was sagt er? Dieser Schiller sagt in einem Brief, es ist eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Gebrauche deine Kräfte. Wenn jemand mit seiner gesamten Kraft wirkt, mit seiner ganzen Kraft wirkt, so kann er dem anderen nicht verborgen bleiben. An Körner. Ewald. Er sagt damit, das ist die Bedingung für Ewald. Wenn du das gemacht hast, was Schiller gerade gesagt hat, deine gesamte Kraft aufgewandt hast, gebraucht deine Kräfte, dann hast du gemacht. Goethe sagt das in seinen Leiden des Umwerter. In seinen Leiden des Umwerter. Niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Versuche sie. Und frage dich nur eins. Ich versuche, ja? Das obliegt mir. Ich habe meinen Teil getan. Also, Ewald. Und was danach kommt, ob Allah Ta'ala sei gesagt hat, oh, sagt er Kun oder nicht? Sagt er Kun oder sagt er es nicht? Wie kennt ihr das Ayat? Kun feye Kun. Er sagt nur sei und es ist. Mevlana Hazrat, Mevlana Rumi. Rumi, der würdevolle Rumi. Der preiswürdige Rumi. Sagt in seinem unsterblichen Mesnevi. Anstrengung, Bemühung. Anstrengung ist kein Kampf mit dem Schicksal. Das Schicksal hat uns die Anstrengung auferlegt. Anstrengung ist keine Leugnung des Schicksals. Es ist das Schicksal selbst, sich anzustrengen, das Schicksal herauszufordern. Denn meine Bemühungen, meine Herausforderungen, die ich annehme und mache, heißt nämlich, dass ich teste, sagt Allah Ta'ala Kun oder nicht. Wenn er Kun fähig Kun sagt, wenn er Kun sagt, also sei sagt, sei und es ist, dann geht es los. Und Allah Ta'ala sagt an anderer Stelle im Koran, unser Tun quasi ist, dass wir nur sprechen. Unser Wort ist die Tat. Allah Ta'ala ist unabhängig von Körper, Zeit, Raum und ich weiß nicht was. Er muss nur etwas sagen und es ist sofort. In dem Moment ist es. Es wird erschaffen. Sofort, dass wir hier sprechen, ist sein Sei. Wir könnten nicht sprechen hier, wenn er nicht Sei sagen würde. Corona könnte niemandem schaden, wenn er nicht Sei sagen würde. Wie siehst du das? Ewala. Das wollten wir hören. Das hilft auch übrigens, wenn ihr nicht mehr weiter wisst oder wenn ihr einen Punkt setzen wollt, einfach Ewala sagen. An der Stelle vielleicht noch als Tipp. Genau das. Also kann man das sagen. Man kann sagen, wenn man sich nicht bemüht und Ewala sagt, zählt es nicht. Dann ist es fake. Dann ist es fake. Dann fake News. Fake Ewala. Dann wirst du dem Wort nicht gerecht. Ja, wir wollen das Wort auch positiv besetzen, wir wollen es auch positiv konnotieren. Aber aus dem Grund sollte man auch dem Wort die Taten beimessen. Also man muss schon was tun, um Ewallah sagen zu können, ansonsten zählt das. Sonst macht das auch keinen Spaß. Ja. Wenn ich einfach nur Ewallah sage, dann hat das auch keine Bedeutung. Stell dir vor, du würdest jeden, also wie sagen wir das? Wenn man etwas zu oft macht und immer wieder immer in diesem Zustand ist, dann weißt du diesen Zustand nicht mehr zu schätzen. Und wenn du immer nur faul bist und Ewala sagst, dann ist es genau das. Du stumpfst ab, das Ewala stumpft ab. Ja. Wenn du aber Ewala in verschiedenen Situationen sagst, dann stumpft das Ewala nicht ab, weil zu verschiedenen Zeiten es gesagt wurde. Einmal in der Armut, einmal im Reichtum. Einmal, als mich ein Schicksalsschlag getroffen hat, einmal. Ne, so. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und dieser Punkt, der muss gesetzt werden. Ewala. So. Und mir fällt jetzt, wenn ich das so anfangen darf, eine Geschichte von Imam Rabbani ein.
Ein unglaublicher Mann, Bruder. Du beschäftigst dich gerade mit ihm? Genau, ich habe auch noch nicht ein paar Sachen zu ihm gepostet, okay. Bruder. Ein unglaublicher Mann. Wenn ich an ihn denke, Bruder. Wow. Ja. Novale sagt über Schiller. Ja, wie kommst du da? Pass auf. War eine gute Überleitung, ey, Mann. Novale sagt über Schiller, wenn ich nur an ihn denke, strömt ein Heer von Empfindungen in mir auf. Ah, okay. Wenn ich an Imam Rabbani denke, strömt ein Heer von Empfindungen in mir auf, Bruder. Ja. Verstehst du den Zusammenhang? Ja. So. So. Und worauf soll ich mich sagen? Ah, genau. Imam Rabbani und seine Briefe, Bismillah. Muss ich erstmal was trinken? Ja. Und dann natürlich dabei Ewallah sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Imam Rabbani sagt in seinen Briefen, also Mektubat, seine Briefe sind ja sein Hauptwerk, ja, sein großes Werk, unter anderen Werken. Und in einem dieser Briefe sagt er folgendes: in Surah Yusuf, Ayat 66, 67, so, ne? Ungefähr so. Ich habe das, nicht, dass ich das jetzt verwechsel, aber so 67, 66, 67, 68, ungefähr. Surah Yusuf, Surah 12, 66, 67. Spricht Allah Ta'ala von Ya'qub alayhi salam. Ya'qub alayhi salam geht irgendwo hin und die Söhne von Ya'qub alayhi salam gehen irgendwo hin und er sagt zu denen, tretet in die Stadt durch verschiedene Tore ein. So, warum? Weil die Menschen das und das Nazar, die können Nazar machen, Schälblicke, sagt man. Ne? Als veraltetes Deutsch, Nazar, man sagt ja heute, der macht Auge. Yeah, yeah. Es gibt ein schönes altdeutsches Wort dafür. Schälblicke. Ne? Nimm deine Blicke nicht so schäl zu mir. Okay. So. Nazar ist das. Das gab es auch im Christlichen. So. Falsch verloren, weil keiner mehr daran glaubt. Die Sprache hat sich säkularisiert. Muss man sagen. Und auf jeden Fall Schälblicke. Ne? Und deswegen sagt er, tretet durch verschiedene Tore ein, damit diese Schälblicke euch nicht treffen. Diese Nazarblicke, diese bösen Augen, also diese Augen euch nicht treffen. Damit die kein Auge machen. Tretet durch verschiedene Tore ein. Ja? Haben sie gemacht. Aber das Ding ist, er sagt dann im Ayat danach, sagt er direkt, aber das, was Allah für euch bestimmt hat, kann ich von euch nicht abwenden. Das heißt, ja, ich sage euch das zwar, damit kein Nazar kommt, damit die kein Auge machen, macht das und das bitte. Aber wenn es euch trotzdem treffen soll, kann ich nichts machen. Das ist, was Allah bestimmt hat. Yeah. Er sagt quasi, ey wallah. Yeah. Ya'qub alayhi salam sagt, ey wallah. So. Und dann geht es aber weiter. Dann sagt Allah Ta'ala am Ayat darauf folgendes. Er, Ya'qub alayhi salam, war einer derer, die Wissen besitzen. Und wir haben es ihm gelehrt. Wann sagt Allah Ta'ala, er besitzt Wissen? Wenn er das Weltliche beachtet, das, was wir erfassen können, erfahrungstechnisch, mit unserem Verstand, durch diese weltlichen Phänomene, wie du jetzt sagst, du sagst ja gerne Phänomene, ja. Phänomene, oder? Das heißt, das Wissenschaftliche in Betracht ziehen, was wir fassen können, aber gleichzeitig, ja, aber wenn Allah was anderes bestimmt hat, ist was anderes. Worum ich mich bemüht habe, wofür ich mich angestrengt habe, wenn Allah was anderes bestimmt hat, hat er was anderes bestimmt, so ist das Leben. Und das beschreibt auch immer Rabban in diesen wenigen Versen. Okay, war es dir bekannt, dass er das in, also ich habe das zum ersten Mal mit diesen Versen gehört. Ich weiß nicht, ob du das vorher kanntest mit diesen Versen. Ich kannte das nicht. Den Bezug hatte ich noch nicht. Ich aber auch ganz nicht. Ganz interessant. Ja. Ja, aber den Bezug, genau jetzt zum Beispiel würde ich Ewallah sagen. Weil du hast etwas Neues dazugelernt, du hast einen weitreichenderen Blick. Du hast jetzt zum Beispiel den Bezug von Offenbarung und vom wissenschaftlichen Wissen, würde ich jetzt sagen, oder naturwissenschaftlichen Menschenkenntnis. Menschenkenntnis. Ist ja auch eine. Also, wir verbinden ja mit Wissenschaft immer nur das Naturwissenschaftliche, leider gerade. Dass ich Literatur studiere, ist auch eine. Es heißt Literaturwissenschaft. Ja. Wissenschaftliches Arbeiten. So. Was heißt wissenschaftliches Arbeiten? Empirisches Arbeiten. Seine Erfahrung hat ihm gesagt, da könnte Neid entstehen, also machen wir nicht so, sondern so. Aufgrund meiner Erfahrung sage ich das. Das ist Wissenschaft. Unter anderem. Soziologie, soziologische Wissenschaft. Kein Streit, ja, wenn nicht Streit. Ja, kann man sich jetzt fragen. So, ne? So, und das ist ja das. Ja. Ja, dass man diese zwei Verknüpfungen hat, ja, und dazu lernt, ja, also ganz wichtig, weltlich, aber auch spirituell sich weiterentwickeln, dass man diese Verknüpfungen hat und das verinnerlicht hat. Das erzeugt ein Ewallah aus dem Menschen heraus. Also, da kommt das, muss das Wort Ewallah einfach aus einem Menschen rauskommen. Verändere deine Sprache und dein Leben wird sich verändern. Das ist der Punkt.
Wenn ein Mensch seine Sprache verändert, dann wird sich auch sein Leben verändern. Wenn wir das Wort Eberle in unseren Sprachgebrauch aufnehmen, einfach mal Eberle sagen, egal was kommt, dann wird sich unser Leben verändern. Eberle heißt auch Alhamdulillah. Eberle heißt auch Subhanallah. Eberle heißt auch Allahu Akbar. Eberle heißt alles. Ja. Ist ein Lifestyle, Bruder. Ein Lifestyle. Diesen Lifestyle versucht, wollen wir nach außen tragen. Ja. Und versuchen es natürlich auch auszuleben. Ich würde einfach noch. Ja. Nietzsche hat von lachenden Löwen gesprochen. Lachende Löwen müssen kommen, sagt er. Ein lachender Löwe ist wer? Jemand, der Eberle sagt. Was verstehst du, wenn ich lachender Löwe sage? Was verstehst du darunter? Ja, ein Löwe hat ja bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel Stärke, der hat die Leaderfunktion, er ist ein König. Was König majestätisch ist, königlich ist. Majestätisch ist, dass er, obwohl er diese Eigenschaften hat, ein Lächeln in seinem Gesicht hat. Oder dass er lächeln kann. Das verstehe ich darunter. Also würde ich darunter verstehen. Und das ist eben das. Auch, du hast ja auch Verantwortung als Löwe. Ja. Ne? Du hast Majestät heißt Verantwortung. Mhm. Aber immer Eberle sagen. Was soll ich machen? Ja. Nur weil ich jetzt diese Position habe, da heißt das, ich soll aufhören zu lächeln. Ja. Nur weil etwas nicht klappt, heißt es, dass ich jetzt traurig sein soll. Genau oder nein. Du gibst dein Bestes und dann Eberle. Genau das. Alhamdulillah. Eberle. Eberle, das ist automatisch ja. So, ja Bruder. Mashallah, sehr schön. Heißt auch Mashallah übrigens. Mashallah, ja, das Erstaunen ist auch. Ja, ist ja drin. Ja. Ist auch. Ja, hast du so ein Beispiel vielleicht? Fürs Erstaunen? Wenn zum Beispiel. Bei Unterhaltungen passiert das sehr oft bei mir. Also wenn ich mich mit Personen unterhalte und dann einen Satz höre, wo ich das gar nicht erwarte. Also immer wenn du mit mir redest, ja? Dann auch natürlich das regelmäßig, vor allem wenn du deine Gedichte aufzählst. Weil das öffnet natürlich Tore zur anderen Gefühl. Da sage ich gerne Eberle. Aber auch bei etwas Unerwartetem. Wenn ich das gar nicht erwartet hätte und diese Person dann auf einmal eine Handlung oder ein Wort von sich gibt, dann kommt immer dieses Eberle aus mir. Darf ich das einmal versuchen? Ja, bitte. Ich bin gespannt. Ich habe neulich Rilke gelesen, ja? Ja. Briefe an einen jungen Dichter. Wenn irgendwer von euch da draußen darüber nachdenkt, mit dem Dichten anzufangen, kann er, wenn er möchte, die Briefe von Rilke an den jungen Dichter lesen. Im Wallstein Verlag, neue Auflage erschienen, 18 Euro. Es ist kein vergeudetes Geld. So, und dieser Rilke sagt... Und die Zeit haben wir jetzt auch gerade. Wir wollen die auch positiv für uns nutzen. Das ist der Punkt. Ja. Ja, so. Und Rilke sagt in diesem Brief an den jungen Dichter Folgendes. Und ich hoffe, das wird ein Eberle. Sorry. Mal gucken. Wenn ihr Alltag ihnen arm erscheint, klagen sie ihn nicht an. Den Alltag nicht anklagen. Klagen sie sich an. Sagen sie sich, dass sie nicht Dichter genug sind, seine Reichtümer zu rufen. Klage dich selber an, weil du nicht Dichter genug bist, Poet genug bist, die Reichtümer des Alltags zu rufen. Denn für den Schaffenden gibt es keine Armut, keinen armen, gleichgültigen Ort. Und wenn sie selbst in einem Gefängnis wären, Corona, zu Hause, Gefängnis, und selbst wenn sie in einem Gefängnis wären, dessen Wände keines von den Geräuschen der Welt zu ihren Sinnen kommen ließen. Hätten sie dann nicht immer noch ihre Kindheit? Diesen köstlichen, königlichen Reichtum, dieses Schatzhaus der Erinnerungen, finden sie dorthin ihre Aufmerksamkeit. Rainer Maria Rilke, Brief an den jungen Dichter im Wallstein Verlag für 18 Euro. Ey, Mama. Ist ein heftiger Satz, also ist eine heftige Weisheit, ne? Das ist unfassbar. Er sprachlos! interessant. Und er hat auch übrigens das Gedicht Mohammeds Berufung geschrieben, der Rilke. Okay. Rilke sagt im Vorwort seiner Duineser Elegien Folgendes: Über den Künstler muss es doch so kommen, wie über Mohammed mindestens. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich es. Entschuldigung, jetzt habe ich war zu viel mit Poesie und so, ne? Bleiben wir bei Eberle. Bei Eberle. Mir fällt auch das Wort Eberle immer wieder ein, wenn ich
Wenn ich die Prophetengeschichten mir zum Beispiel angucke, ein Beispiel, Ayub a.s. ja? Ayub a.s. war ein Prophet, der sehr viel mit Krankheit zu tun hatte. Ja. Er hatte viele, viele Jahre, musste er eine Krankheit aushalten. Du hörst bei den Versen, bei den Geschichten von Ayub a.s. kein Auflehnen, kein Warum ist mir das passiert, warum bin ich krank, was soll das alles? Sondern du entnimmst von Ayub a.s. eine Verbindung zu Allah, dass die Krankheit es schafft, Allah näher zu kommen. Also du hörst eigentlich in seiner Tat ein Eyballah raus. Das gleiche bei Nuh a.s., bei Noah. Seine Prüfung war zum Beispiel mit seiner Familie. Ja, seine Familie war ein Teil seiner Prüfung. Er hätte sich auch auflehnen können. Er hätte auch sagen können, warum habe ich diese Familie, habe ich nicht etwas Besseres verdient? Warum bin ich hier reingeboren worden? Kann man ja alles sagen. Oder warum habe ich das Kind bekommen? Hat er nicht. Nein, man sieht dann bei den Taten von Nuh a.s., eher ein Eyballah, eher eine Zufriedenheit. Und dass er weiß ganz genau, dass die Familie, die Frau, sein Sohn, ein Teil seiner Prüfung sind. Man kann das so unendlich weitermachen. Also man kann zum Beispiel auch die mekkanische, das Ende Mekkas oder die kurz vor der Hijra, hatte der Prophet sehr viel mit Armut zu tun. Ja, das kann man auch lernen. Beispiel, man würde das vielleicht sagen, ein Investitionsstopp oder man wollte mit denen keinen Handel mehr machen. Jeder, der Muslim war, kein Handel mit denen. Keiner soll mit denen sprechen. Haltet euch fern. Embargo, was meinst du? Embargo. Okay. Okay. Was habe ich gesagt? Ist ja dasselbe, aber ich wollte das Problem nicht mehr nennen. Ein Embargo gemacht, ja. Also kein, weder wirtschaftlich noch sozial gar nichts mit denen zu tun haben. Heißt natürlich, dass die Muslime darunter gelitten haben. Trotzdem hörst du vom Propheten a.s. kein, warum ist mir das passiert? Was sollte das alles? Habe ich das verdient? Nein, du siehst, dass er sich anstrengt, du siehst, dass er sich Mühe gibt und später ist aus Mekka Medina geworden und Medina, also der Geist von Medina ist nochmal zurück nach Mekka gegangen. Und das ist dieses Eyballah, diesen Lifestyle, den alle Propheten hatten, den sieht man auch bei Gelehrten und den müssen wir auch in der Moderne bei uns selber finden. Also wir haben natürlich nicht dieselben Prüfungen wie die Propheten. Wir haben, jeder hat seine eigenen Prüfungen. Also die Moderne bringt neue Prüfungen mit sich. Du kämpfst zum Beispiel, das sehe ich auch, also was heißt kämpfst, du bemühst dich, dass Leute sich literarisch ein bisschen engagieren sollten. Ja? Ein bisschen mehr Poesie, weniger BWL studieren, mehr Germanistik zum Beispiel. Würde mich auch freuen, wenn das Leute machen würden. Ich glaube wirklich, diesen Lifestyle, den müssen wir wirklich in die Moderne tragen. Wenn wir es schaffen, Eyballah in die Moderne zu tragen, ich glaube, dann hätten wir es geschafft, würde ich jetzt so sagen. Wir nähern uns dem Ende. Ja. Der Bruder hat ein schönes Schlusswort gesprochen, ja? Das Wort Eyballah in die Moderne zu tragen, ist die Aufgabe, die wir als Muslime in Deutschland haben. Und die gesamte Gesellschaft würde davon profitieren, wenn sie das Leben ein bisschen leichter nehmen würde. Eyballah. Diese Worte nennen wir. So, und darauf kommt es eben an, Leute. Ja? Lass uns ein bisschen das Leben leichter zu nehmen. Nicht fragen, warum ich, denn Allah Ta'ala hat uns auserwählt. Ja, Alhamdulillah. Er hat uns auserwählt, ja, Alhamdulillah, dass wir Menschen sind. Mhm. Ja? Und das sollten wir so annehmen. Und das ist auch das größte Geschenk, und damit können wir enden, inshallah, was die Osmanen an die Welt geben können. Nämlich, die Sprache, die sie entwickelt haben, ist ihre höchste Kunst. Sie haben es geschafft, der Sunna in einem Begriff Eyballah, es gibt noch andere Begriffe, im Begriff Eyballah Ausdruck zu verleihen. Nämlich heißt es hier im Koran, sie sind wohlzufrieden mit ihrem Herr und ihr Herr ist wohlzufrieden mit ihnen. Rıza makamı, nennt man das. Ne? Nefs radiye. So, das zufriedene Nefs. Wir sind zufrieden. Gelse de eyvallah, gelmese de eyvallah. Hoştur senden bana gelen. Sagt Yunus Emre. Es ist alles schön, was von dir kommt. Seines Dornen, seines Plagen, seines Rosen, egal was, der Duft. Wir sind immer zufrieden. Inshallah. Eyvallah.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt Ewallah. So, und wir verabschieden uns. Ewallah. Ewallah, Assalamu alaikum. Mustafa.